Hallo Leute, heute gibt es wieder mal ein Video von mir, man könnte sogar sagen Wort zum Sonntag, wobei heute bin ich monothematisch, zumindest wenn ich mich nicht so in Rage rede, dass mir noch wieder was anderes einfällt. Und zwar geht es wieder mal um Tesla und wie der Umgang mit den Kunden so ist. Ah ja, vielleicht bleibt es doch nicht monothematisch, Tesla schon, aber. Und zwar, mögt ihr euch noch erinnern, als 2016 Musk erzählt hat, wie toll der Autopilot mit dem Radar ist, dass der Radar unter dem Auto, das vor dir fährt, hindurchschauen kann und so sieht, wenn das Auto vor deinem Vordermann bremst und so Unfälle vermeiden kann, selbst wenn der vor dir zu spät bremst. Ja, das hat mich damals auch überzeugt. Und vor ein paar Monaten noch hat er von einem neuen Radar geschwärmt, den sie einsetzen werden. Was ich nehme zumindest an, dass sie den einsetzen wollten, sonst hätte er ja nicht davon geschwärmt. Der so eine hohe Auflösung bringe, dreidimensional wie LiDAR. Und LiDAR hasst er ja wie die Pest. Meine Theorie ist, er hasst ihn wie die Pest, weil seine Autos ihn nicht eingebaut haben und er jetzt einfach nicht mehr zurück kann. Auch wenn es kostenmäßig kein Problem mehr wäre, eigentlich heute einzubauen, wenn er jetzt eingestehen müsste, dass es doch noch ganz gut wäre. Aber er hat schon Autos verkauft seit 5 Jahren, die angeblich voll autonom fahren können werden. Ja, wir kennen die Story ja. Gut, eben, da war von diesem Radar die Rede. Und was ist jetzt das Neueste? Das Neueste ist jetzt die neuen Teslas generell oder nur Model 3 und Y, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Sicher bin ich nur, dass es heißt, ja, ich denke nur Model 3 und Y werden jetzt ohne Radar ausgeliefert. Und das finde ich schon ein bisschen heftig. Und ein Argument war ja, wenn die Sensoren unterschiedliche Daten liefern, wem will man jetzt glauben? Also mit anderen Worten, wenn man vorher 50% Chancen hatte, das Richtige zu tun, hat man jetzt 0% Chancen, wenn dieser Sensor, den man noch hat, die falschen Daten liefert, nicht wahr? Also das ist ein sehr schwaches Argument. Meiner Meinung nach ist ja ziemlich bekannt, welcher Sensor welche Schwächen hat und in welchem Fall man eben die Daten vom Radar vielleicht eher ignorieren sollte und in welchem Fall man das tunlichst nicht tun sollte. Aber ja, eben, also jetzt werden die neuen Autos ohne Radar ausgeliefert. Das hat natürlich ein paar kleine Konsequenzen. Der Autopilot funktioniert nur bis, was war es, 75 Meilen. Das ist jedenfalls offensichtlich weniger als die Höchstgeschwindigkeit von 150 jetzt. Der Abstand ist größer, Summon funktioniert nicht, Lane Departure Warnung funktioniert nicht. Und wie man das also kennt, Musk ist sicher der Meinung, ja, das ist eine Kleinigkeit, in ein paar Wochen haben wir das erledigt. Ich sage dazu nur, die Regenerkennung, die man nicht über einen Sensor, der ein paar Cent gekostet hätte, machen wollte, sondern über die Kamera, funktioniert bis heute nicht richtig. Ja, also ich finde das einfach irgendwie eine Zumutung, wie da jetzt wieder einfach ein wichtiges Bauteil weggelassen wird und warum? Wahrscheinlich, um die Kosten zu senken. Wird das an die Kunden weitergegeben? Nein, die Autos wurden gerade kürzlich teurer in den USA, also vor ein paar Tagen. Schon die x-te Preiserhöhung dieses Jahr. Ja, und das Einzige, was ich irgendwo akzeptieren könnte, wäre, wenn es eine Notlage wäre. Es hieß, die Tage mal stünden Tausende von Teslas rum, die nicht ausgeliefert werden könnten, weil irgendwas fehle. Wenn das jetzt der Radar wäre,
Okay, aber dann wäre meiner Meinung nach der richtige Weg, dass man sagt, ihr könnt das Auto jetzt kriegen. Radar wird nachgerüstet, sobald wir wieder welche haben. Und nicht einfach schnell was hinpfuschen, dann sagen, ja, es geht jetzt auch ohne Radar. Und es ist überhaupt sogar viel besser. Also auf Sensoren zu verzichten, ist meiner Meinung nach nie besser. Und also ich war schon überzeugt, dass mit nur Kameras und einem Radar nach vorne eine Zulassung wahrscheinlich selbst für Level 3, aber von Level 4 und 5 ganz zu schweigen, unmöglich sein wird ohne weitere Sensoren. Und jetzt, ja, schon nur aus Redundanzgründen. Und jetzt lässt man einfach den Sensor, der bisher ziemlich wichtig war, auch gleich noch weg. Also manchmal, ja. Und wenn man sich jetzt so die typischen Tesla-Kanäle anschaut, versucht man sich das eigentlich immer wieder schön zu reden, weil schlecht darf es ja nicht sein, wenn es von Tesla kommt. Und ich finde einfach irgendwie, irgendwann sollte es mal genug sein und dass man sagt, so nicht. Und wenn das jetzt nicht mal ändert, dann kriegt ihr ein Problem. Also mit den Kunden. Aber anscheinend kann man es mit den Kunden einfach machen. Und wenn das jetzt wieder, na, es wird nie gleich gut funktionieren, weil du kannst die Distanz rein über die Kamera niemals so fein abschätzen wie mit Radar. Und wenn jetzt zum Beispiel das Auto verzögert, bis du das auf der Kamera siehst, dass das wirklich verzögert, ja, es hätte sehr einen Grund haben, wieso man jetzt weiter weg bleiben muss. Denn das, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ist einfach. Tesla schafft es immer wieder, mich noch negativer zu überraschen als vorher schon. Eben, ich habe ja gesagt, mir ist gerade noch was eingefallen. Anderes Thema diese Woche war, dass Tesla in Norwegen verknackt wurde. Zur Zahlung von irgendwie 16.000 Euro an jeden betroffenen Kunden für die alte Geschichte, die ich schon vor Jahren angesprochen habe, dass man den S85ern die Ladeleistung kastriert hat und die Reichweite mit einem Software-Update. Und zwar. Oh. Mikrofon. Mikrofon ist ausgestiegen. Wie hässlich. So ein Scheiß. Na, dann müsst ihr halt mit. Na, ich mache es jetzt dann, dass der Rest des Videos vielleicht wenigstens besseren Ton hat. Sorry. Ah, ne, der will nicht mit der. Ich habe Akkus reingemacht und die mag er anscheinend nicht. So ein Scheiß. Sorry. Also, ich glaube, ihr werdet mich trotzdem verstehen. Eben, jeder betroffene Kunde soll 16.000 Euro kriegen, weil eben Tesla die Ladeleistung und Reichweite kastriert hat. Und warum? Es hieß zum Schutz der Langlebigkeit der Batterie. Sagen wir es mal anders, damit sie die Garantiefrist übersteht und nicht vorher abfackelt wird, ist meine Theorie, weil bei den Modellen haben doch ein paar Autos gebrannt. Und das kann es halt einfach auch nicht sein. Die Tesla-Fanboys schreiben mir immer, und wie geht's deinem Kona? Ist er noch nicht abgebrannt? Nein, ist er nicht. Und ich habe zumindest die Chance, dass ich mal eine neue Batterie kriege und nicht einfach ein Software-Update, was mir Ladeleistung und Reichweite kastriert. Wobei man sagen muss, mit allzu viel Ruhm hat sich ja Hyundai da bisher auch nicht bekleckert, weil ich habe hier in Spanien bisher noch nichts gehört. In den USA läuft das ja und irgendwie kriegen die auch Rückkaufangebote. Aber hier bisher nichts bekannt. Naja. Aber eben. Jetzt, das finde ich natürlich völlig richtig, dass Tesla diese Strafe zahlen muss.
Oder wenn sie das müssten, weil ist ein weiterer Fall von so geht man einfach nicht mit dem Kunden um. Du kannst doch nicht einfach bei deinen ersten teuersten Autos, deinen loyalsten Unterstützern, einfach die Reichweite und die Ladeleistung so beschneiden, dass sie am Schluss dastehen wie ein E-Up, mehr oder weniger. Also die laden ja zum Teil noch gerade mit irgendwie 60 kW, wenn es groß kommt. Und die Reichweite, ja, ist auch nicht mehr toll. Und das Problem ist nur, wenn man einem Kommentator glauben kann in einem Forum, dass das nur eine unterste Instanz war, wahrscheinlich sogar sowas wie ein, ja, Friedensrichter will ich jetzt nicht sagen, na, sagen wir die unterste Instanz. Und dass Tesla gar nicht erst aufgekreuzt ist zu dem Prozess. Und deswegen hat die Gegenseite einfach vollumfänglich recht gekriegt. Und ja gut, bei Tesla weiß man es nie. Vielleicht verschlafen sie auch den Einspruch, um das weiterzuziehen. Und dann wird es doch noch rechtskräftig. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie es weiterziehen werden. Aber meiner Meinung nach darf das einfach nichts anderes geben als ein Schadenersatz für diese Kunden, respektive Tesla soll den Akku wechseln, wenn das günstiger ist. Da der Andreas Hähnel, der hat ja so ein betroffenes Auto. Er hat dann gefragt, ja, was soll ich mit dem Auto machen und so. Und ich habe eigentlich da geraten, das loszuwerden, weil wenn er jetzt außerhalb der Garantie ist, blühen noch ganz andere Risiken. Er hat sich allerdings scheinbar entschlossen, das Auto zu behalten. Und was er unter anderem hat machen lassen, war ja ein Software-Downgrade auf die letzte Version vor dieser Kastrierung. Und damit lädt das Auto jetzt wieder schnell und die Reichweite hat er auch zurück. Nur so für die, die immer noch behaupten, ja, das ist normale Degradation und ich weiß nicht was. Nein, natürlich ist es das nicht. Es war ja in dem Software-Update sogar dokumentiert, dann nachträglich zumindest, dass das gemacht wurde. Ich hätte das an seiner Stelle allerdings trotzdem nicht gemacht, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass Tesla das nur gerade so aus Boshaftigkeit eingespielt hat, das Update, sondern eben weil zumindest die Ladeschlussspannung, die sie vorher verwendet hatten, halt einfach wirklich zu optimistisch war und die Zellen zu sehr stresst. Ja. Nun gut, ich sehe gerade, der Kameraausschnitt ist eigentlich auch nicht so optimal, denn ich da, ja, vielleicht zoome ich ein bisschen rein. Mal schauen. Ich bin ja da kaum im Bild. Ja, ihr seht schon, ich bin nicht mehr so gewohnt. Ich habe jetzt sonst die Videos oben gedreht, am Schreibtisch. Aber da ist jetzt diese Drobo am Chia. Das ist irgendwie auch ein Quatsch. Und ist schon wieder eine Platte ausgestiegen, zumindest angeblich. Und der ist alles am Resilvern, würde man bei ZFS sagen, am Rebuilden. Langsam gehen mir die Festplatten aus, die ich dann noch reinstecken könnte. Und die Frist, bis ich was gewinnen könnte, ist jetzt schon auf 8 Monate angestiegen, obwohl ich die ganze Zeit am Plotten bin. Also, naja, so ganz so toll ist das auch nicht. Und den Stromverbrauch treibt es mir halt doch auch in die Höhe. Irgendwann ist wahrscheinlich dann der Zeitpunkt, wo man die Reißleine ziehen muss. Oder ich gehe jetzt dann in einen Pool, sobald man das kann, damit wenigstens etwas rüberwächst. Ja, aber ein anderes Thema. Ja, wenn ich schon hier bin, ich bin ja eigentlich nicht der Pickup-Typ, obschon ich einen Cybertruck reserviert habe in geistiger Umnachtung, weil ich den irgendwie doch cool finde. Allerdings kommt er ja sowieso nicht nach Europa. Aber eben, obwohl ich kein Truck- oder Pickup-Typ bin, finde ich den F-150, den Lightning. Der tickt schon einige Boxen bei mir. Eben nicht als Pickup, aber halt
was er sonst so drauf hat mit Vehicle to Grid oder ja, Vehicle to was auch immer noch, to Home, to Grid, unterstützt er ja offiziell und mit ganz beachtlicher Leistung eigentlich. Und mit den vielen Steckdosen und ist auch das erste Auto, wo meiner Meinung nach ein Frank wirklich sinnvoll umgesetzt ist. Du kommst gut dran, er ist automatisiert. Nicht wie beim Tesla, das heißt, beim Schließen musst du vorsichtig mit zwei Händen drücken, sonst zerstörst du die Motorhaube. So ein Frank will ich gar nicht benutzen. Und übrigens, ja, auch der Notzugang, der immer möglich ist, also Wertgegenstände kann man da auch nicht aufbewahren. Ja, aber klar, also so ein Auto kaufe ich mir natürlich hier in Europa nicht. Aber wer weiß, was noch kommt. Ja, das soll es jetzt schon mal wieder gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich würde mich über Kommentare freuen. Und auch würde mich auch freuen, wenn nicht allzu viele, deswegen, weil ich jetzt wieder ein bisschen über Tesla gemeckert habe, deabonnieren würden. Ich meine, so eigentlich weiß Gott nicht böse. Ihr müsst doch selbst zugeben, dass das nicht im Sinne des Kunden ist, dass man jetzt Autos, selbst wenn es irgendwann besser wird ohne Radar, dann sollen sie es doch erstmal besser machen, bitteschön, und dann den Radar weglassen. Das ist einfach noch nicht die Art, dass man jetzt wieder den Kunden Beta-Tester spielen lässt zum vollen Preis. Und ja, meiner Meinung nach wird das nie gleich gut funktionieren wie mit Radar. Oder allenfalls nur deswegen, weil es nie besonders gut funktioniert hat. siehe Phantombremsungen. Aber wenn du nie mehr Phantombremsungen hast, hast du dafür dann halt irgendwann mal eine Bremsung nicht, die du eigentlich hättest haben sollen. Weiß auch nicht, was besser ist. Okay, also gut, subscriben, liken, kommentieren. Schönes Wochenende. Tschüss.